Hallo meine Lieben, in meinem letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass ich mir einen Helix habe stechen lassen und ich habe euch gefragt, ob ihr ein Video dazu haben wollt, weil mir so viele da mit Ja geantwortet haben, dachte ich, ich mache das gleich mal. Ich weiß, ich habe meinen Helix jetzt noch nicht so lange, also jetzt eine knappe Woche erst, aber ich wollte euch trotzdem mal erzählen, wie das so war, als ich mir das stechen lassen habe, was man da beachten muss, ob das weh tut und all sowas. Und erstmal muss ich ziemlich lange meine Mutter überreden, dass ich das machen darf. Weil es ist ja so, wenn man unter 16 Jahren ist, muss man mit einem Elternteil dahin gehen, das dann persönlich sagt, dass ihr euch das stechen lassen dürft, weil eure Eltern sonst die Pierce anzeigen könnten wegen Körperverletzung. Und wenn man 16 ist, also 16 und 17, dann muss man mit Bestätigung von einem Elternteil hingehen, also halt schriftliche Genehmigung, dass ihr euch das Piercing stechen lassen dürft, weil sonst dürft ihr es halt nicht machen, wie gesagt, weil eure Eltern halt den Piercer theoretisch anzeigen könnten. Und ab 18 dürft ihr das dann immer stechen, weil ihr seid dann ja erwachsen. Aber auf jeden Fall müsst ihr das erstmal beachten, dass es euch eure Eltern halt wirklich erlauben, weil sonst funktioniert es nicht. Auf jeden Fall muss ich ziemlich lange meine Mom überreden, dass ich das machen darf, weil sie findet irgendwie, dass das asozial aussehen kann. Frag mich nicht warum, ich finde das überhaupt nicht. Ich finde das richtig schön, sonst hätte ich es mir nicht gemacht. Und auf jeden Fall habe ich sie dann irgendwann überredet und durfte es mir dann machen. Und ich habe das bei einem Piercer hier bei mir in der Nähe gemacht und das hat 55 Euro gekostet. Also die Preise variieren da zwischen 40 und 60 Euro, würde ich mal sagen, so der Durchschnitt. Also ich denke nicht, dass es irgendwo mehr als 60 Euro kostet. Es kommt halt auch drauf an, was für einen Stecker ihr haben wollt. Aber ihr dürft halt am Anfang nur solche kleinen, normalen Stecker haben und keine Ringe. Also Ringe darf man erst nach mindestens 3 Monaten reintun. Ich will eigentlich auch lieber einen Ring haben, aber wie gesagt, es geht erst nach 3 Monaten, weil das Piercing so lange drin bleiben muss, wegen der Infektion und all sowas. Und jetzt kommen wir dazu, ob das wehgetan hat oder nicht, weil ich glaube, jeder hat die größte Angst, also wenn man das machen will, dass es halt mega weh tut, wenn man sich so denkt, ja, das Ohr ist hart und es tut weh, wenn man da was durchsticht. Und ich hatte auch ein bisschen Angst, also ich bin eh nicht so der Mensch, der so mega Angst vor Spritzen und sowas hat, aber natürlich hatte ich trotzdem Angst, dass es irgendwie weh tut und wie sich das anfühlt. Aber an sich ist es eigentlich nicht schlimm, also es tut schon, also nicht direkt, also es tut schon ein bisschen weh, aber es ist nicht schlimm. Also das ist jetzt nicht schlimmer, als wenn man geimpft wird oder sowas. Das ist einfach so ein kleiner Pieks und man, also ich persönlich habe das halt gehört, wie das so geknackt hat. Das war ein bisschen eklig, aber an sich geht das voll gut. Also ich habe einfach die Augen zu gehabt und mein Freund war mit mir dabei. Ich habe dann seine Hand gehalten, war ja meine, wie auch immer. Und ja, also ich fand, das ging eigentlich voll klar. Ich würde es auch nochmal machen, weil ich den Schmerz jetzt nicht so schlimm fand. Also ich hatte mehr Angst davor, dass es mehr weh tut. Und ich glaube, das ist auch mehr diese Vorstellung, dass da jetzt gerade irgendwas im Ohr drin steckt. Und ja, genau. Dann darf man halt 2 Wochen lang, nachdem man das Helix gestochen hat, nicht die Haare aufmachen. Dann habe ich auch so einen hässlichen Zopf und ich hasse zu Haare, aber ich glaube, ich werde sie ab morgen wahrscheinlich trotzdem aufmachen. Weil meine Helix tut überhaupt nicht mehr weh, also eigentlich gar nicht, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Am ersten Tag hat es schon weh getan, also an dem Tag, wo ich es gestochen habe. Und weil im Moment halt auch Winter ist und es kalt ist und dann der kalte Winter gegenkommt, hat es am Anfang schon weh getan. Aber ab dem dritten Tag hat es eigentlich gar nicht mehr weh getan, halt wenn ich irgendwie mit Haaren dran hängen geblieben bin, weil man hat ja trotzdem immer diese kleinen Babyhärchen, dann hat es schon weh getan, aber jetzt tut es überhaupt komplett gar nicht mehr weh. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das bei mir jetzt einfach so, dass ich Glück habe, dass es überhaupt nicht weh tut. Auf jeden Fall, bei mir persönlich tut es nicht weh. Und das finde ich auch richtig, richtig krass, weil ich dachte irgendwie, es wird viel länger so empfindlich sein. Ich kann das theoretisch auch anfassen, spüre es überhaupt nicht mehr. Man soll es zwar eigentlich nicht anfassen, aber ja. Auf jeden Fall, wenn ihr einen Helix machen wollt, ihr braucht echt keine Angst davor haben, weil der Schmerz ist echt aushaltbar. Es ist schon teuer, aber man hat es ja sein Leben lang oder so lange, wie man es halt haben möchte. Also finde ich, der Preis geht eigentlich, die Schmerzen danach bei mir sind auch voll okay. Und ihr kriegt dann noch so ein Desinfektionszeug mit, das müsst ihr euch jeden Tag dann halt da drauf machen. Aber das ist meistens ein Preis dabei. Und nach 2 Wochen muss man dann nochmal zum Piercer gehen, der schaut dann, ob alles okay ist und so. Also ich gehe in einer Woche.
Aber ich denke halt, wie gesagt, ist alles okay, ist, was halt gar nicht weh tut. Und ja, genau, das war es jetzt eigentlich schon mit dem, was ich euch erzählen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen zu meinem Helix habt, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren unten fragen. Da werde ich euch das dann beantworten. Aber ich denke, ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!